Schraubefreunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Keep Schraubing im Projekt AMK 2. Heute wollen wir sehr viel machen, liebe Schraubefreunde. Wir wollen die Bremse vorne einbauen, bla bla bla, den Motor. Oh ja, Mann, wir machen gleich die Bremse, aber... Aber vorher muss dieses Monster rein. Und bevor der rein kann, muss dieses Teil hier drauf, DSG. Ja, und das schrauben wir jetzt da drauf und hängen den Motor rein. Und hier das ZMS, das Zweimassen Schwungrad, was zum DSG-Getriebe gehört, denn der zapft dann hier in der Mitte. Das muss jetzt da wieder drauf. Wir haben also keine Mitnehmerscheibe wie beim herkömmlichen Automatik und keine Schwungscheibe. Das ist alles auf einmal. So, und dank Salva, der mir hier direkt hat Daten zukommen lassen, weiß ich, dass diese Schrauben 60 Newton plus 90 Grad bekommen. Und das machen wir jetzt. Danke Salva. Da ist eine Schraube drin und da kann ich mich jetzt reinhängen hier und loslegen. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt haben wirklich alle 60 Newton. Jetzt markieren wir die Schraubenköpfe und drehen dann nochmal 90 Grad überkreuzt weiter. Und markieren tun wir sonst mit dem Ding, weil es sonst passieren kann, dass man auf irgendeiner Schraube zweimal 90 drauf macht, das wäre zu viel. Das Geile ist bei Automatik und hier zwei Massenschwungrad, man braucht nichts zentrieren, so wie bei der Kupplung, das finde ich cool. So, jetzt habe ich hier markiert, sieht man die schwarzen Punkte jeweils oben und unten an den Schraubenköpfen. Und wenn ich jetzt drehe, stehen die Markierungen dann waagrecht und dann passt das. Schlüssel immer ganz, ganz hoch schrauben. Auf die stärkste Stufe. Sonst macht ihr hier alles kaputt. Wenn ich es richtig sehe, habe ich jetzt alle 10 in die waagrechte gebracht. Also haben alle Schrauben jetzt 60 Newton plus 90 Grad. Also ich muss schon sagen, dieses Teil hier ist einfach ja, doppelt so groß wie das VR6 Allradgetriebe. Das ist heftig. Das Getriebe nicht hoch, das ist viel zu schwer, also baue ich mir jetzt hier so was Komisches hier. Ich hoffe, das klappt. Oh Mann, ey. Das kommt schon mal hoch, das ist gut. Jawohl, kommt hoch. Schwein. Na komm schon, flutsch da rein, du Drecksvieh. Ja, so ähnlich. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja. Wow. Das war jetzt echt eine schwere Geburt, hey, boah, das ist das schwerste Getriebe, was ich in meinem Leben eingebaut habe. Das ist echt heftig. So, jetzt kommt noch dieser Ölkühler drauf hier und dann die geile Halterung. Der Anlasser vielleicht auch noch, ja. So, vielen Dank an alle Beteiligten, sehr geil. Jetzt ist die endlich hier. So, danke Michael Wagenknecht für die neuen Schrauben übrigens noch, sehr geil. So, liebe Schrauberfreunde, und so sieht es jetzt am Ende aus.
Das, was da hell ist, das ist Zinkspray. Ja, das sah scheiße aus von der Struktur, das habe ich gebürstet. Der Halter ist drauf. Das lasse ich jetzt mal richtig eintrocknen und später mal vielleicht in einer anderen Farbe oder Silber. Ich habe leider kein Silber da. Ja, Getriebe ist drauf. Der Halter sieht so geil aus. Danke dafür, Abel. Richtig geil. Lackaffe hat Action gemacht. So, jetzt ist auf jeden Fall Halter hinten links, Halter hinten rechts und vorne Mitte fehlt noch. Da muss man sich selber einbauen aktuell. Von Epitech kommt demnächst der richtige Halter raus, wie man es gut kennt mit Materialgutachten und so weiter. Bis jetzt gibt es nicht, also werde ich mir sowas ähnliches wie diesen hier bauen. Von hier oben bis da runter ein Blech oder was, ein ziemlich starkes, dickes Stahlteil und daran eben so eine Platte bauen auf der richtigen Höhe. Deswegen pflanzen wir den Motor jetzt mal ein und dann ist geil. Jawohl, wie ihr seht, richte ich gerade schon die Magic Palette ein, dass sie richtig positioniert ist unterm Auto. Und ich wollte euch kurz mal zeigen, das Getriebe ist schwerer wie der Motor. Das ist brutal, hey. Leute, das glaubt ihr mir nicht. Hier muss der Halter da unten weg. Ja, dieser Halter von dem Gegengewicht. Diese zwei Streben müssen weg, weil da liegen wir schon fast auf. Und zwar da drin. Seht ihr das? Genau da. Puh. Na dann. So, was bisher geschah. Motor ist drin, alles knapp, hier an diesem Rad, ja, wir sind zu knapp. Wie gesagt, das ist dem fehlenden richtigen Halter geschuldet. Ich habe das jetzt hier so gemacht, ich habe einfach da eine Nuss drunter gestellt, weil es anders auch nicht geht. Da kommt jetzt aber morgen die richtige Traverse, die richtig geile von Epitech. Seht ihr dann im nächsten Video, da passt es auch. An diesem Motorlager-Topf hier vorbei mit der Antriebswelle, mit dem Tripodengelenk hier. Das passt. Ja, diese Ölwanne muss auch neu gemacht werden, die habe ich schon geholt. Ja, da sifft es nämlich raus ein bisschen. Und dann hat mich die Lust gepackt und ich habe einfach alles neu gemacht. Spurstangenköpfe, Spurstange, die Gelenke hier, Stabi war noch okay. Diese Gelenke habe ich leider nicht gefunden, die sind noch die alten, aber die sind nicht kaputt, die sind nur ein bisschen rostig. Ansonsten habe ich alles gewechselt, komplett. Ja, ich habe nochmal, hier sieht man vielleicht gar nichts, nochmal Lenkgetriebe ausgebaut und was weiß ich. Und hier ist einfach alles neu, komplett, alles neu. Ich habe sogar die Radnaben neu gemacht, die ABS-Ringe neu gemacht, einfach alles neu gemacht. Die Lager hier drinnen neu gemacht von der Stabi-Stange und so weiter und so fort und so. Sieht dieses Monster hier drinnen jetzt aus. Hier ist genug Platz tatsächlich nach oben. Überall, das passt. Ja, und wie gesagt, jetzt geht's weiter. Und jetzt machen wir die Bremse vollends rein. Mal sehen, vielleicht im nächsten Video tauschen wir diese originale Traverse aus. Und Benny ist übrigens auch da heute, hier zu Besuch. Direkt nach der Spätschicht. Macht mentale Unterstützung. Sehr hart filmt. Und das werden wir hier tauschen, dieses Teil eventuell. Gegen das Epitech. Teil. Und das wird mega. Seid gespannt, das wird cool. Das hat bis jetzt noch kein Mensch gemacht, den ich kenne. Und ich promote Epitech ohnehin, weil ich deren Ware einfach geil finde. Und ich habe mich so sehr auf diesen Moment gefreut. Wir montieren endlich dieses fette Teil hier. Ja? Die 312er Bremsscheibe vom Audi S3. Ja? Auf dem VR6 Radlagergehäuse. Wir haben alles neu gemacht. Radlager, ganze Scheiße. Und wir wollen das Zeug da unten montieren. Die S3 Bremse. Mit S3 Bremsbelägen, S3 Sattelhalter, S3 Sattel, bla bla bla. Aber der S3 Sattel, der kann nicht einfach da drauf montiert werden, sondern man benötigt diese Distanzadapter hier. Und wie ihr seht, Epitech. Richtig geil. Und die kommen dann eben hier drauf. Und diese Dinger hier machen dann praktisch den richtigen Abstand, dass unsere Bremssattelhalter hier nachher wieder mittig sind. Wie ihr seht,
ist hier drin ein, ja, ein Abstand zu sehen, hier. Ja, seht ihr das? Und diese Dinger füllen diesen Abstand praktisch auf, zeige ich euch. Im Lieferumfang sind enthalten die Schrauben dafür und diese geilen Teile. Ich sehe hier, die haben eine Phase, wahrscheinlich zu Anpasszwecken. Und das kommt jetzt dann hier so hin. Ah, die Phase kommt hin, damit hier unten, das sieht man so schlecht, hier drinnen, hier ist eine Phase, das Eck fehlt hier. Die ist dafür da, damit man das Ding hier hin montieren kann, an dieser Wölbung hier dran vorbei, dass dann nichts berührt und das Ding perfekt drinnen sitzt. Es empfiehlt sich, den Epitex-Schriftzug nach innen zu machen, dass der TÜV-Prüfer auch die Nummer aufschreiben kann. 222ST-1X. Das kommt so hin. Ja, aber Kuschi. Ja? Mir gefällt es eigentlich nicht so. Warum? Weil Bremsscheibe neu, Belege neu, Achse neu, alles neu. Und es ist, guck mal, wie aussieht. Sieht gebraucht aus, guck mal. Ja, es ist auch gebraucht. Die Bremsscheibe, gebe ich zu, ist abgedreht worden. Da hat der Bekir mir ein paar Zehntel abgedreht. Belege sind neu. Und die Sattelhalter, so wie auch die Sattel, werden wir, sobald das alles funktioniert und läuft, nach der Lackierung, werden wir die Dinger wieder abschrauben, zum Enis bringen, der tut die Sandstrahlen, tut die lackieren oder Pulverbeschichten. Wird man sehen. Das, so lassen wir es nicht, das ist ganz klar, da hast du recht, Serhat. Ja. Aber jetzt erstmal, Leute, ihr müsst mir glauben, ich will hier fertig werden, ohne Flachs. Und muss dieses geile Teil hier einschweißen, ja? Liebe Schrauberfreunde, wir haben uns entschieden für einen TT-Tankdeckel. Jawohl. Da freuen wir uns drauf. Das gibt ein separates Video, wird auf jeden Fall cool. Das machen wir. Und dann innen per Knopfdruck, klack, springt der Dinger auf. Geil. Montieren wir die Bremsen. Ja, aber welche Farbe werden die? Rot. Rot. Kriege ich jetzt schon so frei. Ohne Spoiler. Finde ich gut. Rot finde ich gut. Rot ist einfach geil. Warum ist Rot geil? Weil die Farbe der Liebe. Weil die Farbe der Liebe. Nicht nur, das Auto wird eigentlich pechschwarz. So, bis jetzt sind wir bei pechschwarz. Viele sagen, Pepe, mach das nicht, du tust dir keinen Gefallen. Mit schwarz, tiefschwarz, metallic wird es ja nicht. Es wird unischwarz mit viel Klarlack. Also, und ich glaube, dass es anfällig ist. Und die Akzente werden alle rot. Also sprich, die Sitze haben ein bisschen was rot. Im Innenraum ist ein bisschen was rot. Ansonsten wird das Auto komplett schwarz mit roten Akzenten. Deswegen rote Sättel. Deshalb. So, ziehen wir mal die Schrauben hier leicht an. Wir kriegen 120 Newton. Ist auch klar. Das machen wir nachher. Aber ich möchte euch kurz was zeigen. Hier ist nämlich schon Ende. Guck jetzt, wo die Scheibe steht. Genau mittig. In dem Sattelhalter. Perfekt. So wollen wir es haben. Hier ist der gleiche Abstand wie hier. Perfekt. Danke, Epitec. Danke, Epitec. Epitec ist eh geil. Also inzwischen ist so, mit Epitec, das ist auch eine Herzangelegenheit. Wir schreiben uns inzwischen per WhatsApp. Ich schreibe, hey, ich brauche dies, das, das muss so und so aussehen. Antwort folgt immer sofort. Schicken wir zu. Richtig cool. Natürlich bezahle ich ein bisschen was. Aber das Ganze ist ein Gegeneinander, oder wie nennt sich das, ein Füreinander, Miteinander, Support. Eine Hand wäscht die andere. So ist es. Das ist halt, sagt man cool. Zumindest bei uns auf dem Land. So ist es. Und ich bin da wirklich stolz drauf, weil es ist nicht normal, dass eine Firma wie Epitec oder so Wagenknecht, dass man da irgendeinen Support bekommt. Deswegen, ich habe letztes Mal im Live zu euch allen gesagt, liebe Schrauberfreunde, wenn ihr ein Auto baut, vergewissert euch für die Kosten und alles Mögliche. Und ansonsten wäre das ja so in dieser Form nicht möglich. Ich wäre schon über mein Budget und Frau Schraubing hätte mir schon Harakiri gemacht. Ja. Wir würden jetzt zusammen wohnen, willst du sagen? Ja, Mann. Einzimmerwohnung für beide. Und ist hier in der Garage. So ist es. Das, was ihr gehört habt, ist 120 Newtonmeter. Das auch. Und worauf ich mich am allermeisten freue, sind diese beschissenen Federbeine rauszuschmeißen und mein V3 einzubauen. Das ist so geil. Aber das gibt, wie gesagt, ein komplett eigenes, fettes Video. Wir greifen immer zurück auf ATE, weil einfach beste. Würde ich auch empfehlen. Bei Bremsen keinen Spaß machen, nichts bestellen von irgendwo, sondern was Gescheites bitte. Ist besser. Die nicht zuknallen, dass alles zu spät ist. Sondern wirklich handfest. Das ist, die kriegen nicht so viel. Ich habe diese Bremsanlage hier gebraucht gekauft.
Ich weiß nicht mehr, wie der Kollege geheißen hat. Ich danke dir aber dafür, falls du mir folgst, mein Freund. Da war Gott sei Dank alles dabei. Das ist echt viel wert, wenn nichts fehlt, diese Spangen und. Also, muss man echt sagen. Bam! Und so sieht es jetzt aus. Riesenmonster, das Teil. Guck mal. Ja, wie gesagt, Bremse ist da, ATE. Guck, da hat einer mal mit Plastidip gearbeitet. Das kann man vielleicht sogar wegrubbeln hier. Ja, ja. Und dann sieht es fast wieder gut aus. So weit sind wir jetzt gekommen. Ja, Motor ist da. Ja, oh mein Gott. Im nächsten Video machen wir wahrscheinlich auch die Kardanwelle und das Hosenrohr wieder rein. Ich weiß nicht wie. Wird man noch sehen. Hier ist alles. Sieht fett aus. Danke euch fürs Zusehen. Abonniert alles. Lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Schöne Ferien und keep schrauben.